Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 2.5 Eingabemodalitäten der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Das Prinzip 2 heißt bedienbar, hier in der Übersetzung von Aktion Mensch. Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Und dazu die Richtlinie 2.5 Eingabemodalitäten in meiner eigenen Übersetzung, weil es bisher noch keine offizielle deutsche Übersetzung gibt. Machen Sie es für den Benutzer einfacher, Funktionen aufzurufen durch verschiedene Eingabemodalitäten außer Tastatur. In der Richtlinie 2.5, die neu in WCAG 2.1 dazugekommen ist, geht es vor allem darum, dass Schwierigkeiten, die bei Menschen mit motorischen Behinderungen auftreten, wenn sie mobile Geräte bedienen, eventuell auch mit Touchscreen, dass diese Barrieren beseitigt werden. Vorweg kann ich sagen, wenn Sie die Standard-HTML-Elemente verwenden als Webautor, dann sind Sie in den meisten Fällen schon auf der sicheren Seite. Aber schauen wir uns das genauer an. Es gibt hier vier Erfolgskriterien. Das erste Kriterium 2.5.1 wird betitelt mit Zeigegesten und lautet: Alle Funktionen, die Mehrpunkt- oder pfadbasierte Gesten für die Betätigung verwenden. Schauen wir uns das noch einmal an. Es betrifft jetzt also Gesten, die Funktionen auslösen, indem man mehrere Finger braucht, mehr Punkt. Also zum Beispiel sowas wie Zoomen mit zwei Fingern oder Tippen mit zwei Fingern. Und es geht um pfadbasierte Gesten, also solche Gesten, bei denen ich mit dem Finger auf einem Touchscreen eine Linie fahre, also Dragging. Also wenn ich zum Beispiel wische, um ein Seitenmenü aufzurufen. Wenn so etwas auftritt, dann haben Menschen mit Behinderungen, manche davon, eine Barriere. Zum Beispiel solche, die jetzt nicht die Finger verwenden, sondern zum Beispiel einen Mundstift, um etwas anzutippen auf dem Touchscreen oder die Augensteuerung verwenden. Und jetzt wird verlangt, ich lese jetzt weiter. Können mit einer Ein-Punkt-Zeigeaktion ohne pfadbasierte Geste betätigt werden. Und dann gibt es noch die Ausnahme, sofern eine Mehrpunkt- oder pfadbasierte Geste nicht wesentlich ist. Also wenn das unbedingt erforderlich ist, dann sei es drum. Aber normalerweise kann man eine Ein-Punkt-Zeigeaktion ohne Pfad bereitstellen, also als Alternative. Es geht nicht darum, komplett eine alternative Eingabemethode über ein anderes Gerät zu ermöglichen. Das kann man machen, sondern hier geht es aber darum, und es wird verlangt, dass man eine Zeigeaktion, also auf einem Touchscreen, erlaubt, die nur einen einzigen Finger oder einen Stift benötigt und ohne über die Oberfläche zu fahren. Weil das kann dann eben auch mit Augensteuerung oder mit einem Mundstift zum Beispiel gemacht werden. Man kann hier einfache Klicks auslösen, Doppelklicks und auch das Halten der Maustaste. Also, wenn Sie als Webautor solche komplexe Gesten einbauen in Ihre Webanwendung, und das machen Sie, indem Sie die entsprechende API verwenden im Browser und dann eine Mehrpunkt- oder pfadbasierte Geste einbauen, dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass es eine einfache Alternative über den Touchscreen gibt. Und als Beispiel, wenn Sie ein Menü haben, das durch Wischen aufgeht, dann sollte das auch alternativ über einen Button auslösbar sein. Beim Button brauchen Sie einen Finger und tippen drauf. Ist also dann eine Ein-Punkt-Zeigeaktion. Oder wenn Sie eine Landkarte haben, wie hier, und mit dem Finger zoomen können, Pinching, dann können Sie auch noch Buttons anfügen, wie hier mit Plus Minus, die man mit einem Finger betätigen kann. Das wird so verlangt von dem Erfolgskriterium 2.5.1. Das Kriterium 2.5.2
heißt Abbruch einer Zeigeaktion. Und hier geht es jetzt um Einpunkt-Zeigeaktionen. Ich lese das vor. Für Funktionen, die mit einer Einpunkt-Zeigeaktion bedient werden können, gilt mindestens eine der folgenden Aussagen. Erstens, kein Down-Event. Das Down-Event der Zeigeaktion wird nicht verwendet, um irgendeinen Teil der Aktion auszuführen. In diesem Kriterium geht es jetzt insgesamt darum, dass wenn jemand versehentlich einen Button antippt oder einen Link, irgendwo ein Touch-Event auslöst, also eine Einpunkt-Zeigeaktion, dass man dann die Möglichkeit hat, das noch wieder zu widerrufen oder wegzugehen mit dem Finger, sodass die Funktion nicht ausgelöst ist. Weil es kann passieren, dass man aus Versehen etwas auslöst durch Zittern oder eben durch eine unsichere Methode, hier ein Touch-Element oder ein Touch auszulösen. Und jetzt wird eines von vier Dingen verlangt. Entweder, dass das Down-Event nicht schon die Aktion auslöst. Das ist eigentlich üblicherweise der Fall bei Buttons in HTML. Und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann kann ich nochmal, wenn ich jetzt auf den Button bin und sehe, aha, der hat sich verändert, oh, ich habe den falschen erwischt, dann kann ich nochmal wegrutschen und dann den Finger wegnehmen, sodass das dann nicht ausgelöst wird, sondern der Button würde erst ausgelöst beim Up-Event, wenn ich den Finger wieder hebe. Das trifft schon normalerweise zu. Jetzt geht es weiter. Es muss auch noch. Es kann aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine komplizierte Aktion habe wie Drag und Drop, dass auch schon der Down-Event einen Teil der Aktion auslöst, nämlich dass ich jetzt in diesen Drag-Modus komme, dann könnte auch das zweite greifen, abbrechen oder rückgängig machen. Die Aktion wird durch das Up-Event ausgeführt und ein Mechanismus zum Abbrechen der Funktion vor der vollständigen Ausführung oder zum Rückgängigmachen nach dem vollständigen Ausführen der Funktion ist verfügbar. Also denken Sie an Drag und Drop. Jetzt sollte es die Möglichkeit geben, entweder abzubrechen, indem ich zum Beispiel Escape drücke oder irgendeine bestimmte Bewegung mache aus dem Bildschirm heraus oder so. Oder ich sollte hinterher die Möglichkeit haben, wenn das dann ausgeführt wurde und ich merke, es war versehentlich, dass ich das dann rückgängig machen kann durch ein Undo. Die dritte Aussage heißt Up-Umkehrung. Das heißt, das Up-Event kehrt jedes Ergebnis eines vorhergehenden Down-Events um. Hier geht es um einfache Aktionen, zum Beispiel, dass Elemente nur so lange sichtbar sind, wie sich der Finger auf dem Touchscreen befindet. Also zum Beispiel Steuerelemente für ein Video, die nur dann, wenn ich den Finger drauf halte, irgendwie sichtbar werden. Und wenn ich den Finger wieder wegnehme, dann sind sie wieder weg. Hier habe ich keine Zustandsänderung. Es wird wieder automatisch zurückgenommen, was gemacht wurde. Also kann auch hier durch ein versehentliches Touch-Event jetzt kein Fehler gemacht werden. Oder die vierte Aussage wäre, diese Zeigeaktion ist wesentlich. Es muss unbedingt eben über ein Down-Event geschehen. Es wäre zum Beispiel bei einer Bildschirmtastatur so. Da wird eben erwartet, dass ich schon beim Down-Event diesen Buchstaben auslöse. Alles andere wäre etwas, was den Benutzer sehr stören würde und was sehr unerwartet wäre. Also nochmal, es geht jetzt darum, auf versehentlich ausgelöste Touch-Events zu verhindern. Und das ist so ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Formular habe und ich gebe was ein und drücke versehentlich schon Senden, dass ich dann einfach durch Wegfahren mit dem Mauszeiger oder auch mit dem Finger das nochmal verhindern kann und es wird dann nichts ausgelöst. Das dritte Kriterium heißt 2.5.3, Beschriftung im Namen. Und mit Namen ist hier gemeint, das, was der Browser an das Betriebssystem liefert und was dann in der Accessibility API geliefert wird an zum Beispiel Screenreader. Also ein Namen, der mit dem ein Element auf dem Bildschirm in textlicher Form identifiziert wird. Und
was dann vorgelesen wird. Und dieser Name wird automatisch vom Browser bestimmt anhand von dem Code, den Sie eingeben. Aber ich lese jetzt zuerst mal noch dieses Kriterium vor, in deutscher Übersetzung von mir. Bei Komponenten mit Beschriftungen, in Klammern Labels, die Text oder Bilder für Text enthalten, enthält der Name den Text, der visuell dargestellt wird. Also der Name, der in dieser Accessibility API hinterlegt wird, der muss mit dem übereinstimmen, was ein sehender Benutzer auf dem Bildschirm sieht. Das Problem ist nämlich folgendes, dass manche Benutzer, wenn sie zum Beispiel Spracheingabe verwenden, einen Namen sehen und dann der Spracheingabe sagen, für dieses Feld füll mir das und das aus. Also ich habe hier auch ein Beispiel. Also zum Beispiel würde ich zu meiner Spracheingabe sagen, Vorname, selektiere Vorname und dann gib Gottfried ein oder sowas, was mein Vorname ist. Und wenn jetzt der Name, dieser Vorname, der dann Name ist, für mich als sehenden Benutzer, wenn das nicht übereinstimmt mit dem Namen, der in der API hinterlegt ist, dann weiß meine Spracheingabe nicht, welche Komponente ich meine. Oder sie wählt vielleicht sogar die falsche Komponente aus. Deswegen ist es wichtig, dass Sie den Namen bei Eingabefeldern und bei allen Eingabekomponenten definieren über das Label und dann verknüpfen mit der ID des Input-Elements. Und dann wird automatisch das, was im Label steht, nämlich dieser Inhalt hier, Vorname, Doppelpunkt, wird eben auch in der Accessibility API über Name, dem Screenreader, vorgelesen. Und dann passt das zusammen. Das letzte Kriterium 2.5.4, Aktivierung durch Bewegung. Da geht es jetzt darum, dass man manche Funktionen bei mobilen Geräten dadurch auslöst, dass man das Gerät bewegt oder der Benutzer Bewegungen macht. Ich lese das vor. Funktionen, die durch Bewegung eines Geräts oder des Benutzers bedient werden können, können auch durch interaktive Komponenten bedient werden. Und das Reagieren auf Bewegung kann ausgeschaltet werden, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden. Außer in den folgenden Fällen, unterstützende Schnittstelle. Das ist, wenn jetzt die Bewegung auch durch eine andere Art, durch Hilfsmittel ausgelöst werden können, dann haben wir eine sogenannte unterstützende Schnittstelle. Die Bewegung dient dazu, Funktionen über eine Barrierefreiheit unterstützende Schnittstelle aufzurufen. Oder Bewegung ist wesentlich für die Funktion und sonst wäre die Aktivität ungültig. Schauen wir uns noch mal kurz an, worum es hier geht. Im Wesentlichen, also wenn ich ein Gerät bewege und dann eine Aktion auslöse, zum Beispiel um ein Undo auszulösen, das ist ein Problem für Leute, die jetzt diese Bewegung nicht machen können oder die ihr Smartphone zum Beispiel am Rollstuhl fest montiert haben. Oder ein Benutzer, der zitternde Hände hat und eben auch nicht kontrolliert so eine Bewegung ausführen kann. Oder der Benutzer, zum Beispiel beim Foto machen, winkt mit der Hand und dann wird das Foto ausgelöst. Und auch das können manche Benutzer nicht machen. Und jetzt muss eben gelten, dass es auch noch eine andere Möglichkeit gibt, durch eine interaktive Komponente diese Funktion auszulösen. Und es muss auch noch gelten, dass man das komplett abschalten kann, dass die Bewegung das auslöst, weil es sonst manchmal versehentlich ausgelöst wird durch Zittern oder unkontrollierte Bewegungen. Ein Beispiel, das kommt jetzt von iOS. Das wird jetzt auf Betriebssystemebene, spielt sich das ab, nämlich das Undo, wenn ich schüttle, dass ich dann hier Texteingabe widerrufen kann. Ich werde dann nochmal gefragt und kann entweder abbrechen oder widerrufen. Stellen wir uns vor, das würde sich jetzt durch den Webautor gesteuert abspielen, dann hätten wir hier ein Problem. Zum einen, es gibt keine Möglichkeit, dieses Undo auch auszuführen, ohne zu schütteln. Also da müsste man zum Beispiel auch einen Button machen, sodass man das eben dann so ausführen kann, ohne zu schütteln. Das andere Problem ist gelöst von Apple. Man kann das abschalten, man kann das in den Settings
aktivieren oder deaktivieren, dieses Undo durchschütteln. Aber dass es nur durch Schütteln ausgelöst werden kann, das ist ein Problem. Das war Richtlinie 2.5 Eingabemodalitäten aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.